Ich bedanke mich für die freundliche Einführung. Als ich vor 6 Jahren hier beim Domänenpuls geredet habe, da wurde ich auch anmoderiert und vorgestellt als ein alter Hase. So, 6 Jahre älter geworden. Und heute sitzen nur alte Hasen hier auf dem Podium, weil mittlerweile ist nach 20 Jahren ICANN gibt es so viele alte Hasen, dass das wirklich eine alte Hasen-Community geworden ist. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Rickert von ECO, der der Chairman ist dieser Cross-Constituency Working Group in Accountability, die diese neuen Accountability-Mechanismen, über die Shereen Chalabi vorhin gerade gesprochen hat, mitentwickelt hat. Und jetzt seine Aufgabe ist es, den sogenannten Workstream 2 zu einem Ergebnis zu bringen. Wir werden das noch ausführlicher diskutieren. In der Mitte sitzt Thomas Schneider. Er ist Vizedirektor bei BACOM. Das ist de facto das Ministerium für Kommunikation aus der Schweiz. Und bei ICANN ist er der Vorsitzende des beratenden Regierungsausschusses, also des Governmental Advisory Committee. Und er repräsentiert gewissermaßen die Regierungen hier. Und Erik Schweighöfer ist von der Universität Wien. Er ist Professor dort für Völkerrecht auch. Und er vertritt in ICANN im At-Large Advisory Committee die Internetnutzer, also zwei Advisory Committees sind hier bei ICANN mit vertreten. Und so sind wir eigentlich hier eine Multi-Stakeholder-Besetzung. Und wir werden versuchen, aus den verschiedensten Perspektiven uns mit einigen der Herausforderungen, die jetzt vor ICANN stehen, auseinanderzusetzen. Bevor wir aber in die Diskussion eintreten, lassen Sie mich noch zwei kurze Vorbemerkungen machen. Das erste ist, in dem sehr guten Vortrag von Shereen Chalabi ist eigentlich gut herausgearbeitet worden, dass dieses Multi-Stakeholder-Modell tatsächlich eine Innovation für Politikentwicklung ist. Das ist offen, transparent, inclusive, nimmt alle mit und die Politik wird von unten nach oben entwickelt. Das steht im Grunde genommen im Kontrast zu der Politik, wie wir sie eigentlich seit 100 Jahren kennen und wie sie in vielen anderen Bereichen gemacht wird, wo die Politik von oben nach unten durchgestellt wird. Mal basierend auf demokratischen Prinzipien, mal unter Ignorierung demokratischer Prinzipien. Aber im Wesentlichen von oben nach unten. Einer bestimmt und deswegen gibt es eben dort einen Single Point of Failure. Dort gibt es eine zentrale Decision-Making-Body. Und was wir im Grunde genommen haben, sind dann eben zwei verschiedene Governance-Modelle, die man auch als zwei verschiedene Kulturen bezeichnen könnte. Und da gibt es, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen, gibt es einen Clash. Das heißt, das, was wir im Grunde genommen vor uns haben auch, ist ein Clash of Cultures zwischen diesem innovativen, modernen Multi-Stakeholder-Modell auf der einen Seite und dem Durchregieren von oben Modell, der, da das Internet alle politischen Bereiche durchdringt, dann auch auf alle politischen Bereiche über das Internet ausgetragen wird und das Internet natürlich berührt. Das wird eine der Herausforderungen der nächsten Jahre sein, wo man sich eben dann mit der Frage konfrontiert sieht, während die Erfahrung, die ICANN gesammelt hat in dem Multi-Stakeholder-Modell, in andere Bereiche hineingetragen, Cybersicherheit, digitale Wirtschaft, Menschenrechte, viele andere Bereiche, oder wird das, was errungen wurde, wieder zurückgedreht und man regiert von oben durch. Regierung benutzen ihre Machtinstrumente, um an für sich Modell an die Seite zu drängen und nicht effektiv zu werden. Das ist im Grunde genommen der eine, mehr generelle Punkt. Und der zweite Punkt, den wir dann auch diskutieren wollen, ist die sogenannte Jana Transition. Der Shereen hat ja ausführlich auch drüber gesprochen, war sicher ein Meilenstein. Und es ist ein unglaublicher Erfolg eigentlich, dass das in dem kurzen Zeitraum auch geglückt ist, dass die US-Regierung diese Verantwortung über den JANA-Vertrag an die Empowered Multi-Stakeholder Community übergeben hat. Ich entsinne mich Diskussionen vor 15 Jahren,
wo auch in solchen Versammlungen wie hier immer gesagt wird, die Amerikaner machen das nie. Die werden das für ewig behalten wollen und die werden den JANA-Vertrag nie kündigen. So, sie sind eines Besseren belehrt worden. Unter der Obama-Administration war ein klarer Wille erkennbar von Anfang an, 2009 bereits mit der Unterzeichnung des Affirmation of Commitment wurde ein klares Signal gesetzt und der Schlusspunkt ist mit dieser JANA-Transition erfolgt. Und man kann sich natürlich leicht ausrechnen, dass man sagt, wenn das nicht bis zum 30. September geklappt hätte und die neue Administration in Washington hätte jetzt das Thema auf dem Tisch, dann wäre das wahrscheinlich sozusagen vom Tisch und wir würden weiter mit dem alten Regime arbeiten. Und das wirft wiederum die Frage auf, kann diese neue Administration das wieder zurückholen? Die Republikaner haben das ja bis aufs Messer zum letzten Moment bekämpft. Es gab noch im September, 14 Tage vor der finalen Übergabe oder Beendigung des JANA-Vertrages, ein Hearing im US-Kongress, wo Ted Cruz, der Senator aus Texas, in einer inquisitorischen Form, das war wie bei der spanischen Inquisition, Göran Marby und Leonard Strickling dort unter Druck gesetzt hat und wollte die JANA-Transition im Grunde genommen verhindern. Es hat nicht geklappt, alles ist jetzt erledigt, aber, und diese Frage steht im Raum, könnten die Amerikaner das wieder zurückholen? Es gab ein Hearing, wo der neue Secretary of Commerce der Vereinigten Staaten im Kongress sozusagen befragt wurde, bevor diese Zustimmung bekam, das neue Amt anzutreten. Was kann er denn machen, um das zurückzuholen? Und da hat der Wilbur Ross hat für sich geantwortet, ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu machen. The train has left the station. Wir können das nicht mehr zurückholen. Wenn jemand eine Idee hat, wie man das zurückholen könnte, dann würde er vielleicht sich das durchdenken. Aber eigentlich ist die Sache erledigt. Und auch bei anderen Äußerungen, die man in der letzten Zeit gehört hatte von aus den USA, sagt man, für die NTIA, die ja die Aufsicht über die JANA hatte und die auch die US-Regierung im Governmental Advisory Committee vertritt, ist dieses Thema keine Priorität mehr. Im Grunde genommen nochmal, the train has left the station. So, da gibt es nichts mehr zurückzuholen. Aber wie geht das nun weiter? Das heißt, wir haben jetzt neue Mechanismen. Wir haben diese Empowered Community. Wir haben diese neuen Powers, die jetzt die Community hat, um die Accountability des Boards im Grunde genommen durchzusetzen. Wie wird das alles im Grunde genommen funktionieren? Bleibt das auf dem Papier stehen? Wird das Bestand haben, wenn es einen Stresstest gibt? Wenn irgendwo ein Problem auftaucht, ist dann sozusagen diese Empowered Community auch in der Lage, auf diese neuen Herausforderungen, die irgendwo lauern, kommen zu können. Und da geht meine erste Frage an Thomas Rickert. Als einer der Väter dieser Empowered Community, was ist davon, Thomas, was davon ist im Grunde genommen Theorie und Wunschdenken? Und was ist davon dann tatsächlich der harte Kern, der also auch einer unfreundlichen Realität, die von außen auf ICAN einstürmen könnte, was bleibt dann im Grunde genommen übrig? Das heißt, wie stabil ist im Grunde genommen der von euch ausgearbeitete neue Mechanismus? Vielen Dank, Wolfgang, und guten Tag allerseits. Ich glaube, dass die Resilienz, haben wir ja schon viel darüber gehört heute, des Proposals, das wir erarbeitet haben, ganz gut an den Ereignissen der letzten Monate festgemacht werden kann. Wir haben schon gehört, dass es durchaus Personen gab, Gruppen gab, die überhaupt das nicht für eine gute Idee gehalten haben, dass die US-Regierung sich aus der Aufsicht über ICAN herauszieht. Da fielen dann Worte wie, wir haben das Internet erfunden, es gehört uns, es ist US-Eigentum, wie kommt denn der Obama dazu, das jetzt an die Russen zu verschenken und an die Iraner und an die Chinesen? Sowas wurde tatsächlich kolportiert. Und dann haben die Republikaner versucht, erstmal über einen Gesetzesentwurf dazu zu kommen, dass der Kongress ausdrücklich der Transition zustimmen muss. Ansonsten war es so angelegt, dass die einfach nur ruhig bleiben müssen, damit die Transition passieren kann. Das hat nicht funktioniert. Dann hat Ted Cruz versucht, über die sogenannte Appropriations Bill
dafür zu sorgen, dass die NTIA, also die Aufsichtsbehörde, kein Geld auf die Transition verwenden kann. Also er wollte dadurch dann die Möglichkeit abschneiden, dass die Transition durchgeführt werden kann. Und dann ist tatsächlich in letzter Minute noch von verschiedenen Senatoren ein Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung bei einem Gericht in Texas gestellt worden, um, man höre und staune, in den letzten Minuten im Grunde genommen, bevor der Ariana Functions Contract auslief, das Ganze noch gerichtlich untersagen zu lassen. Und das Gericht hat gesagt, mit Pauken und Trompeten, das Hearing war am 30.09. und wir wissen, dass Ende September der Vertrag auslaufen musste. Das heißt, wenn bis dahin nichts getan wurde dafür, dass die Transition verhindert wird, dann war es nicht mehr aufzuhalten. Das Gericht hat diesen Antrag mit Pauken und Trompeten abgeschmettert, haben gesagt, das ist alles Quatsch, was da vorgetragen wird. Und dazu haben wir in unserer Gruppe vorher fast 40 oder um die 40 Stresstests erfunden, alle möglichen Szenarien uns ausgedacht, was für schlimme Dinge ICANN widerfahren können, und haben dann geguckt, ob das tatsächlich in dem neuen Regime, das wir in den Bylaws inzwischen verankert haben, abgebildet ist. Da sind so Dinge wie, was machen wir, wenn das Board durchdreht, Gelder veruntreut, was können wir da machen? Was machen wir, wenn die Domainindustrie im Grunde genommen kein Geld mehr abwirft und insofern ICANN nicht mehr finanziert werden kann? Und alle möglichen Szenarien, da haben wir Contingency Planning, wie es neudeutsch heißt, gemacht. All diese Szenarien waren zufriedenstellend und NTIA hat das geprüft. Die haben gesagt, unsere Anforderungen sind erfüllt. Die haben aber nicht nur selber geguckt, sondern die haben noch andere Agencies drauf gucken lassen, die auch gesagt haben, das ist in Ordnung. Und eine Gruppe von Professoren, die sich mit Corporate Governance beschäftigen, aus Harvard und von anderen Unis. Und die haben auch gesagt, das ist ein super Proposal. Also irgendwofür muss es gut gewesen sein, dass wir mehr als 15 Millionen Dollar in Anwaltskosten investiert haben, um das Ganze robust zu machen. Aber insofern, das System ist robust. Jetzt muss man gucken, wann kann man mal testen, ob das Ganze funktioniert. Weil die ganzen Communities innerhalb ICANNs, das ist ja dieses Multi-Stakeholder-Modell, wir haben also da unterschiedliche Gruppen, wie den Regierungsbeirat, das GNSO für die generischen Namensräume, CCNSO für die Country Codes, ASO und ALAC, die At-Large Community, die haben alle eine neue Rolle in dieser Enhanced Community, und die können gemeinsam diese Community Powers, die Shirin früher erwähnt hat, das heißt, das Budget zu kontrollieren, Bylaw-Änderungen zu kontrollieren, das Board, einzelne Boardmitglieder oder das gesamte Board zu entlassen, das können die gemeinsam entscheiden, und die müssen sich erstmal damit anfreunden, wie das funktioniert. Da wird sicherlich der Thomas noch ein bisschen was dazu sagen, wie das überhaupt für so einen Koloss wie das GAC möglich ist, da eine einheitliche Linie zu finden. Aber das wird im Grunde genommen der Lackmustest sein, dass man vielleicht mal einmal durchspielt, wie die Community sich an diese neuen Prozeduren gewöhnt hat. Wobei man sagen muss, dass diese Powers, die wir uns überlegt haben, um letztlich der Community die Kontrolle über ICANN zu geben, das sind alles nur so Last Resort Powers. Also in der Praxis wollen wir das eigentlich gar nicht sehen. Und wir haben es auch in der Praxis so angelegt, dass in den Bylaws bestimmte Konsultationen nun zwingend vorgeschrieben sind, die vorher freiwillig passierten, um hinten raus Friktion zu vermeiden. Was bedeutet das? Wir haben also zum Beispiel dafür Sorge getragen, dass nicht das Board irgendeinen Budgetvorschlag macht, den dann die Community angreifen muss, sondern wir haben zwingend eine Konsultation zwischen Community und Board vorangeschaltet, um sicherzustellen, dass da genug gesprochen wird, damit hinten raus ein Budget gar nicht angezweifelt werden muss. Also das nennen wir den Triple E Approach, Engagement, Escalation, Enforcement, und das Enforcement, wo man die Community Power bräuchte, da steht erst ganz, ganz am Ende. Ne? Also insofern hoffen wir, dass die Powers nie in die Tat umgesetzt werden müssen, dass man diese Knute nie rausholen muss. Aber die Communities, die einzelnen Parts der ICANN Community sind nach wie vor dabei, sich mit diesem neuen System anzufreunden. Es gibt ja Leute, lass mich nachfragen, die sagen, das ist so ein komplexer Mechanismus, ob das in der Praxis funktioniert, ist zweifelhaft. Und du selber hast gesagt, das ist das letzte Ressort. Nur wenn was ganz Schlimmes passiert, soll das rausgeholt werden. Jetzt haben wir einen Fall, wo ein ganz vernünftiges Vorschlag gemacht wurde vom Board. Durch diese Anzahl der Beschwerden, die kommt also für das Committee on Reconsideration, soll also ein neues
Komitee gegründet werden oder es sollen Verantwortlichkeiten von einem Board Governance Committee zum anderen Komitee geschoben werden. Und das würde einer Ergänzung der Fundamental Bylaws gehören. Aber die Fundamental Bylaws Veränderungen bedürfen eigentlich einer Zustimmung der Empowered Community. Wäre das ein interessanter Fall, wenn man jetzt mal sagt, wir spielen das mal durch, ob dieser Mechanismus mit den drei den Advisory Committees und den Supporting Organizations, ob das funktioniert, wo man demonstrieren kann, aha, hier ist ein neuer, machtvoller Player entstanden, die Empowered Community, die hat ein waches Auge drauf, die passt auf und wenn was passiert, dann ist sie in der Lage, auch das zu produzieren und dann bleibt das nicht nur ein Papiertiger. Ja. Das ist sicherlich ein gutes Beispiel, wo man mal nicht konfrontativ dran spielen kann, ob das Ganze gut funktioniert. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht ganz so tief in dem Thema drin sind, was ich niemandem wünsche, dass er so tief drin sein muss wie ich, weil das war eine ziemlich furchtbare Arbeit über die letzten 2 Jahre. Wir haben unterschieden zwischen normalen Statuten, also normalen Bylaws und fundamentalen Bylaws. Also es kann durchaus sein, dass man einfachere Statutenänderungen passieren müssen und da sagen wir, okay, da machen wir es so, die Community behält ein Auge drauf, die ist auch in diesem Prozess involviert, die Änderungen müssen zur Public Comment ausgeschrieben werden, dass sich das jeder angucken kann und dann kann aber das Board eine Entscheidung treffen und die Bylaw-Änderung annehmen und wenn wir dann feststellen, okay, die haben das gar nicht so umgesetzt, wie es vorher besprochen war, dann kann im Nachhinein die Community sagen, hey Freunde, so war das nicht gedacht, da müssen wir nochmal ran. Also die können das zurückweisen, damit das Board dann nochmal nacharbeiten muss. Anders bei Fundamental Bylaws, da sagen wir, es ist nicht gut genug, wenn man das im Nachhinein kontrolliert, sondern das sind so schwerwiegende Regelungen, die ICANN betreffen, da muss die Community vorher, bevor das Board seine Entscheidung trifft, Ja sagen, dass die Änderung in Ordnung ist. Ich gebe mal ein Beispiel, dass wir eine unabhängige Judikative in ICANN aufgebaut haben mit dem Independent Review Prozess. Das ist ganz wichtig, dass wir wie in einem Staatensystem eine unabhängige Gerichtsbarkeit haben. Das ist, wie wir sagen, das Kronjuwel des Accountability-Regimes bei ICANN. Wenn wir jetzt eine Situation hätten, die Transition ist durch und das Board geht als erstes hin und schafft diese Gerichtsbarkeit ab, das unabhängige Gericht ab, dann wären damit im Grunde genommen alle Kontrollmechanismen für die Community dahin. Sodass wir gesagt haben, sowas darf nicht passieren und deshalb muss da die Community vorher Ja sagen. Und wenn wir jetzt eine Änderung einer Fundamental Bylaw-Regelung haben, dann müsste in diesem Fall jede der Communities, jede der 5 Parts dieser Empowered Community einmal den Daumen hoch machen. Und das dürfte an der Stelle vergleichsweise einfach sein. Das ist aber trotzdem schwierig, weil zum Beispiel so eine diverse Gruppe wie der Regierungsbeirat mit ganz unterschiedlichen Interessen es nicht einfach haben will, wird zu sagen, ja, das ist gut so, weil die müssen da einen Mechanismus finden, wie sie da hinkommen, dass sie wirklich mit einer Stimme sprechen. Das wird die Herausforderung sein, aber ich bin mir sicher, dass das gelingt und dass man jetzt einen Fall hat, wo man nur im Grunde genommen handwerklich an dem Reconsideration Request Mechanismus schrauben muss, ist ein guter Testlauf dafür, dass man mal gucken kann, wie sich das Ganze am Ende des Tages ausgeht, wie der Österreicher sagen würde. Wer uns sagen kann, ob das gelingt oder nicht, sitzt ja in der Mitte dieses Panels, Thomas Schneider, Chair des GAG. Das GAG hat mittlerweile 64 Mitglieder, 70 mittlerweile. Es ist also fast die Vereinten Nationen für die Internetwelt. Aber es hat im ICANN nur eine Advisory Capacity. Und das ist eine Pille, die viele Regierungen nicht so gerne geschluckt haben. Und es ist ein bisschen kompensiert worden, dass man jetzt sagt, wir sind ja Teil der Empowered Community. Das heißt also, am Schluss haben wir doch was zu sagen, aber eben nur relativ. Das ist eigentlich in der internationalen Politik eine außergewöhnliche, sehr innovative Konstellation. Thomas, wie siehst du das, wenn es zu so einem Fall kommt? Werden die Regierungen das benutzen, um sozusagen neue Streitigkeiten vom Zaun zu brechen, unter sich selber oder was den Status betrifft? Oder stellen sie sich dahinter und sagen, ja, wir wirken da konstruktiv mit, wir wollen ICANN stärken?
Danke, Wolfgang, und guten Tag allerseits. Ich finde es ja bemerkenswert, dass ich in diesem Land hier in die Mitte gesetzt werde als Regierungsvertreter. Österreich ist die Regierung noch im Zentrum. Bei ICAN wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwo da unten gleich vor der Tür platziert worden als Regierungsvertreter. Das nur so nebenbei. Ja, ich denke, also aus Sicht der Regierung ist mal eines der Kernelemente war natürlich dieses rote Tuch der alleinigen Aufsicht eines Landes über das ganze System, was in der UNO und in der ITU und so weiter seit Jahrzehnten, speziell seit diesem Weltgipfel vor 12, 13 Jahren, als nicht akzeptabel kritisiert wurde. Mit dem offiziellen Ausstieg, sage ich jetzt mal, der NTIA, sind jetzt formell die Regierungen, was die Ayana-Transition oder die Ayana-Funktion angeht, sind die gleichberechtigt. Das ist sicher etwas, was von den Regierungen grundsätzlich begrüßt wurde und wird. Diese Selbstregulierung der Ayana-Funktion jetzt innerhalb von ICAN mit dieser Tochterorganisation und so, was die Regierung da interessiert, da kommt auch wieder das Wort Resilienz und Stabilität. Am Ende sind wir natürlich darauf angewiesen, sind unsere Bürger, unsere Unternehmen darauf angewiesen, dass das Zeug funktioniert, dass das Internet stabil ist. Das war auch die letzten 20 Jahre bei all dem politischen Gezänke am Ende wichtiger, als wer da jetzt die Aufsicht hat. Wichtiger war, dass das Zeug funktioniert. Da war man sich zumindest hinter den Kulissen natürlich einig darüber. Und wir hoffen jetzt, dass die Checks and Balances in dem System so sind, dass das dann eben auch diese Stabilität weiterhin gewährleistet ist, jetzt wo das selbst innerhalb von ICAN gemanagt wird, ohne die Aufsicht der Amerikaner. Bezüglich dieser Accountability-Reform, ich finde es auch ganz schön, dass uns das Schicksal jetzt einen politisch unkontroversen Fall beschert hat, mit dem wir uns jetzt mal, wo wir das Ding jetzt mal durchspielen können. Diese Accountability-Reform war natürlich unter den Regierungen, sage ich jetzt mal, sehr kontrovers diskutiert und das Ergebnis würde ich jetzt mal mit Mixed Feelings bezeichnen, wobei das eben Unterschiede gibt zwischen den Einzelnen. Für die einen bei den Regierungen, aber auch außerhalb der Regierung ging es ja nicht unbedingt darum, um das, was es Leuten wie dem Thomas ging, nämlich Risk of Capture zu vermeiden, Checks and Balances einzuführen. Bei ganz vielen Regierungsvertretern, aber eben auch Nicht-Regierungsvertreter ging es ja vor allem um die Frage mehr oder weniger Einfluss der Regierung, was nicht unbedingt dasselbe ist wie Checks and Balances. Und da muss man sagen, da sind jetzt alle ungefähr gleich unzufrieden im Sinne von wahrscheinlich ist das, was jetzt rausgekommen ist, weder ein mehr noch ein weniger an Einfluss der Regierung. Es sind einfach die Hebel ein bisschen verschoben worden. Und gewissen Dingen wurden uns höhere Hürden auferlegt, in anderen Dingen sind wir da jetzt dabei. Wobei unser Dabeisein bei dieser Empowered Community natürlich aus Sicht der Regierung eine nicht unwesentliche Einschränkung hat. Wir dürfen da jetzt ja gemäß diesem System dann gleichberechtigt wie die anderen eben auch Daumen hoch, Daumen runter machen. Außer, und das ist die Krux, außer wenn es um ein Thema geht, wo wir eine Empfehlung abgegeben haben. Das heißt, bei Themen, die uns wichtig sind, dürfen wir dann nicht abstimmen. Wir dürfen nur abstimmen bei Themen, die uns nicht wichtig sind. Sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, das ist natürlich ein bisschen nicht unbedingt das, was man jetzt unter Gleichbehandlung, wenn man von Multi-Stakeholder-Ansatz unter Gleichbehandlung spricht. Dafür haben wir ja in den Bylaws die verbriefte Ehre, dass ICAN, wenn sie unsere Empfehlungen nicht befolgen, wenigstens danach mit uns reden müssen und eine Lösung suchen, nicht finden, aber mindestens suchen müssen. Das wird dann da wieder gegengerechnet und so weiter und so fort. Ich erspare euch die Details, aber da eben, wie gesagt, Mixed Feelings in verschiedenen Ausprägungen. Der Thomas ist schon in den Startlöchern. Ich brauche noch eine Minute, Thomas, du darfst dann gleich. Jetzt, wenn ich jetzt mal eben mich als Regierungsvertreter nicht als Stakeholder auffasse, sondern einer, der die Interessen seiner Bürger, seiner Einwohner, seiner und Einwohnerinnen und Bürgerinnen natürlich und seiner Unternehmen vertreten soll, dann interessiert mich natürlich jetzt nicht, ob ich mehr oder weniger Einfluss habe, sondern ob deren Wille sich irgendwie in diesem System bemerkbar machen kann. Und wenn ich jetzt aus Namibia komme, dann frage ich mich dann, okay, wo sind die namibianischen Unternehmen, die namibianischen Bürger im GNSO, in diesen verschiedenen Gremien, insbesondere im GNSO, wo die Policy gemacht wird. Und da kommen wir zum Thema Diversität und Repräsentanz.
Weil auf dem Papier ist das, was der Thomas und seine zwei Mitvorsitzenden mit dieser Gruppe gemacht haben, bemerkenswert. Das erinnert mich ein bisschen an das, wo ich politisch aufgewachsen bin. Die Schweiz hat ja die Empowered Community 1848 mit der Verfassung dann weiterentwickelt. Wenn bei uns die oben was machen, was denen unten nicht passt, dann gibt es ja dann eben auch die Möglichkeit des Referendums. Aber bei uns ist klar, es gibt ungefähr 26 Kantone, die haben sich in den letzten 200 Jahren um eine Anzahl verändert. Und es ist klar, wer stimmberechtigt ist und wer nicht. Das Risk of Capture in dem neuen System, was wirklich ein brillanter Ansatz ist, ist die Frage, okay, eben, wen repräsentieren die Leute im ALEC, wen repräsentieren die Leute in der Commercial Stakeholder Constituency, in der Non-Commercial Stakeholder Constituency, bildet das Konstrukt ICANN, so wie es jetzt da ist, die Bürger der Welt und die Unternehmen der Welt ab. Und da würde ich jetzt mal behaupten, wurden Fortschritte erzielt, aber es ist noch nicht so, dass sich Bürger und Unternehmen aus Afrika in gleichem Maße vertreten fühlen können, wie Bürger und Unternehmen aus den USA, und die Europäer sind dann irgendwo in der Mitte, aber näher bei den USA. Das ist für mich die große Herausforderung des Risk of Capture. Es ist nicht mehr die US-Regierung, die da den Deckel drauf hat, aber es ist natürlich so, dass die Gremien in ICANN nicht gleichmäßig verteilt sind in Bezug auf die, sage jetzt mal, die Internetnutzer, die Chinesen. Ein chinesischer Bürger ist durch weniger Unternehmen und durch weniger Regierungsvertreter und sonstige, nee, Regierungsvertreter nicht, aber durch weniger Unternehmen, durch weniger Zivilgesellschaft in ICANN vertreten als ein amerikanischer. Das ist im Moment noch ein Fakt. Da gibt es ja im Workstream 2 das Thema Diversity und so, da versucht man dran zu arbeiten, ist aber auch nicht ganz so einfach. Und dann komme ich jetzt nur noch zum letzten Punkt, der geht für mich darüber hinaus, wenn es um das größere Problem als die Empowered Community aus Sicht der Regierung ist die Tatsache, dass ICANN gemäß auch den neuen Statuten so funktioniert, dass die Regierung Empfehlungen an das Board richten. Das Board hingegen sagt aber, ja, wir sind ja nicht für die Regeln hier zuständig, das sind die in den PDPs, beim GNSO, bei diesen selbstregulierenden Unterorganisationen, da wird die Policy gemacht. Wir beraten aber formell nicht diese Decision Makers, wir beraten das Board. Das Board muss unsere Empfehlungen annehmen oder nicht. Und das Board sagt jetzt aber uns zunehmend, ja, ihr müsst da in die Gremien rein und dort mitwirken, weil wenn ihr am Schluss zu uns kommt, dann ist es zu spät, dann behindert ihr den Prozess, ihr seid die Bremser. Wo ich dann sage, okay, gut, dann müssen wir aber erstens die Bylaws vielleicht mal, wenn das die neue Realität ist, die ja aus Prozesssicht durchaus Sinn macht, dann müssen wir die Bylaws ändern und man muss es den Regierungen ermöglichen, dass sie in diesen Prozessen mitmachen, in diesen Working Groups, in den einzelnen Gremien, und dafür gibt es von denen viel zu viele, sodass sogar Regierungsvertreter aus nicht den ärmsten Ländern wie unsere Mühe haben, oder um nicht zu sagen, es unmöglich ist, all diese Fülle und diese Geschwindigkeit von Prozessen da aktiv mitzuwirken. Das kriegt eine Regierung mit den ganzen Sparmaßnahmen, die ihr vielleicht in diesem Land auch kennt, kriegt eine Regierung nicht hin. Und dort ist das Problem im System aus meiner Sicht, dass wenn wir formell das Board als Ansprechpartner haben, das Board dann sagt, ja, wir machen das ja gar nicht, wir können ja jetzt nicht entscheiden, das muss in die sogenannte Community zurück, dann ist da irgendwie eine ICANN-Version 3.0 schon angesagt, um das Problem irgendwie neu anzugehen. Ich höre jetzt hier auf. Ja, das hatten wir ja ganz am Anfang, zu Beginn im ersten Vortrag, komplexe Probleme erfordern komplexe Antworten, und eine einfache Empfehlung an den Board ist da möglicherweise nicht hinreichend. Schon in dem Toronto-Kommuniqué haben ja die Regierung Early Engagement versprochen. Das heißt also, jede Constituency muss eigentlich ihre Hausaufgaben machen. Und das ist natürlich nachvollziehbar, dass die Regierung da irgendwo an eine bestimmte Leistungsgrenze geraten. Aber kann man den Ball nur zurückspielen und sagen, hier brauchen wir Innovation. Aber der andere Punkt, den Thomas sofort auf den Plan gerufen hat, den wollen wir jetzt noch mal besprechen. Thomas. Ja, ich möchte einfach noch mal erklären, was unsere Denkweise, und es ist jetzt nicht etwa so, dass es die Denkweise der Gruppenleitung wäre, sondern das, was die Community insgesamt entwickelt hat zum Thema Verhältnis mit den Regierungen. Die Regierungen können Advice aussprechen. Das ist jetzt nicht nur einfach ein gut gemeinter väterlicher Ratschlag, sondern das löst einen Prozess aus, der auch recht
komplex ist und anstrengend ist für alle Parteien. Und ICAN tut sich sehr, sehr schwer damit und aus meiner Sicht auch berechtigt sehr schwer damit, einen GAG-Advice zurückzuweisen. Wir beziehen schon als ICAN oder für ICAN unglaublich viel Legitimität daraus, dass die Regierung mitspielen. Und wenn man jetzt die Regierung dadurch verprellen würde, dass man ihren Advice leichtfertig zurückweist, würde man damit auch ICAN in seinen Grundfesten erschüttern. Jetzt ist es aber so, dass das GAG in der Vergangenheit sehr inflationär Gebrauch von diesem Instrument des GAG-Advice gemacht hat. Da gab es Advice, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht darüber nochmal diskutieren müssen, der war teilweise einfach auch handwerklich schlecht gemacht. Dass man das las und dass man sagt, meine Güte, wie kann man denn das wohl bloß umsetzen? Ne, weil das teilweise dann auch in letzter Minute irgendwie noch gemacht wurde. Das heißt, es gibt einen Katalog von GAG-Advice, der irgendwie umgesetzt werden muss. Und jetzt haben wir das Problem, dass wenn der Regierungsbeirat ICAN mit einem Advice belegt und dann hinterher die Empowered Community eine entsprechende Entscheidung angreift, da möchte man verhindern, dass die Regierung Double Dipping, also zweimal in den Apfel beißen dürfen, dass also erst mit ihrem Advice ihren Einfluss ausüben und dann hinterher nochmal bei der Entscheidung mitwirken. Die Lösung ist aus meiner Sicht ganz einfach. Die Regierung müssen sich überlegen, ob sie zu bestimmten Themen Advice aussprechen und damit die Möglichkeit der Einflussnahme hinterher bei der Abstimmung einschränken oder ob sie sagen, wir machen bei dem Prozess früh mit, wir machen uns da, wie andere Community-Parts auch, verschaffen wir uns Gehör und das wird auch gehört, damit wir da schon Einfluss auf die Policies nehmen, ohne dass wir Advice aussprechen und damit erhalten wir uns die Berechtigung hinterher bei der Entscheidung mitzuwirken. Das ist im Grunde genommen die Überlegung dahinter. Man muss dazu überlegen, und das ist dieses Abwägen, haben jetzt die Regierung mehr oder weniger Einfluss. Der Advice, der ist in Public Policy Angelegenheiten. Das bleibt, das können die Regierungen tun. Wir haben ihnen aber zudem die Möglichkeit gegeben, über alles, was ICAN betrifft, also auch Budgets, Bylaw-Änderungen, mit abzustimmen. Also insofern haben wir den Einflussbereich der Regierung eigentlich vergrößert, mussten aber ein Trade-off machen, dass halt für den Bereich des GAG-Advice nicht zweimal die Regierung sich Gehör verschaffen können. Und letztlich, das ist mein Schlusssatz, Thomas hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt, alle sind gleichermaßen unglücklich mit dem, was passiert ist. Das ist das, was einen guten Kompromiss ausmacht. Wenn jetzt einer gesagt hätte, juhu, ich habe meinen Willen komplett gekriegt, die Markeninhaber oder sonstige Industriekreise, dann wäre es nicht gut. Aber alle so ein bisschen konsterniert geguckt, als das Ergebnis da war und das macht einen guten Kompromiss aus. Das führt mich zu einer weiteren Frage an Thomas. Eine Reihe von Regierungen sehen das als eine Art Entmachtung an oder Unterhöhlung ihrer Souveränität. So, Regierungen wie oder Regierungschefs wie Herr Orban, Herr Erdogan, der chinesische Präsident, möglicherweise der amerikanische Präsident, können mit dem Begriff der Entmachtung wenig anfangen, weil sie sagen, ich repräsentiere die Macht, ich will bestimmen. Wie schätzt du das ein? Kann dieser Prozess, der innovativ ist, neu ist, zukunftsträchtig ist, überwölbt werden durch einen anderen Prozess, dass Regierungen zusammenkommen und sagen, wir machen jetzt ganz woanders ein neues Internetaufsichtsgremium und unterstellen dann gewissermaßen von oben ICAN das. Ich habe solche Töne rausgehört aus der Sitzung der Working Group and Enhanced Cooperation, die Ende Januar in Genf stattgefunden hat, dass viele Regierungen, obwohl sie sich gefügt haben, dem ICAN-Mechanismus damit nicht zufrieden sind und nach Alternativen suchen. Was denkst du, wo könnten da am Horizont solche Alternativen auftreten? Und wie realistisch ist das? Oder ist das eigentlich völlig unrealistisch und kann man das eigentlich dann in den Skat drücken? Nein, das ist ja ein wiederholtes Phänomen und das wird auch die ICAN-Reform hat ja daran nichts geändert, dass die Regierung eben beratend in diesem System drin sind und nicht in entscheidender oder mitentscheidender Funktion. Und wenn das als einigermaßen funktionierend beurteilt wird, dann gibt es da auch wenig Widerstand. Wenn aber nicht nur die üblichen zwei, drei Regierungen, sondern eine breite Masse von Regierungen das Gefühl hat,
da gibt es Dinge, die funktionieren nicht. Und ein Thema ist zum Beispiel, wenn dann eben ICANN Regeln produziert, die gegen deutsches Datenschutzrecht verstoßen, wo die deutschen Registrare und so und Registries ein Problem haben, machen sie sich jetzt in Deutschland strafbar oder nach ICANN Regeln strafbar zum Beispiel, dann muss ich ja dann kommen die ja dann auch zur deutschen Regierung und sagen, hey, könnt ihr da was machen? Wir haben hier ein Problem. Und da musst du natürlich als Regierung dann versuchen, was zu machen. Und wenn du es nicht in ICANN machen kannst, dann musst du versuchen, dir überlegen, okay, wo kann ich denn sonst was machen? Oder wenn die Afrikaner ihre geografischen Namen nicht in dem Maße schützen können, wie sie das möchten, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, dann, und sie das Gefühl haben, sie kommen mit in ICANN nicht durch, dann gehen sie halt mal und probieren mal, was sie in der ITU zum Thema geografische Namen machen können oder was sie in der ITU zum Thema Vergabe von IPv4 und IPv6 Adressen machen können. Und wenn es dort dann nicht geht, dann versuchen sie es halt irgendwo anders. Das ist ein menschlicher Prozess, sage ich jetzt mal, dass wenn man irgendwo ein Problem nicht lösen kann, dann sucht man sich eine Alternative, wo man hofft, das zu lösen. Die Krux an der Sache ist natürlich, und da ist ja das GAC nicht anders wie die UNO, die funktionieren ja alle nach dem Konsensprinzip und die Chance, dass die Afrikaner zum Beispiel in der ITU die Möglichkeit erhalten, geografische Namen als Domainnamen zu diskutieren, ist genauso gleich null, weil es da einen Konsens dafür bräuchte, was es dort genauso nicht gibt, wie in ICANN, im GAC zum Beispiel oder eben andere Themen. Von daher, aber der politische Druck, und der kommt von jedem, der ein Problem hat, wo er das Gefühl hat, das kann ein ICANN nicht lösen, das kann auch die EU-Kommission sein oder eben eine von unseren Regierungen, wenn irgendwo ein Problem ist, wo die Leute im Land, wenn es um Kinderschutz geht oder die Frage, wer die Domain dort Kinder kriegen darf oder nicht und solche Dinge, da kommt dann, oder GmbH ist ja auch so ein Thema, wo dann eben die Leute, die die Regierung gewählt haben, bezahlt haben, von ihr erwarten, dass sie ein Problem löst. Und wenn sie das in ICANN nicht lösen kann, dann muss sie sich halt überlegen, oder dann wird halt von der Regierung auch erwartet, dass man die woanders löst. Ich spreche jetzt mal von Regierungen, die eben versuchen, die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu vertreten. Ich spreche jetzt nicht von Regierungen, die eine politische Ideologie haben, wo sie das System im Grundsatz ablehnen, weil sie im Grundsatz die Kontrolle haben wollen. Das sind zwei Dinge, die würde ich jetzt mal gerne auseinanderhalten. Natürlich sind da die Übergänge fließend bei gewissen Ländern, die sich mal eben auf den Multi-Stakeholder-Ansatz zudem bekannt haben, aber natürlich je nachdem mal in einer abwartenden Position sind und wenn sie dann merken oder finden, dass es geht jetzt nicht so gut, wie sie wollen, sich dann vielleicht wieder auf die alte Position zurückbesinnen, dass hier die Regierung eine stärkere Kontrolle haben wollten. Eine kurze, wenn ich noch darf, eine Antwort zu dem Double-Dipping von Thomas. Bemerkenswert ist ja, die Regierungen, die nicht entscheidende, sondern nur beratende Funktion haben, dürfen über die Dinge, die sie betreffen, wo sie, die ihnen am Herzen liegen, da nicht abstimmen. Weil Double-Dipping. Der GNSO, der die Regeln ja entwirft, der das vorschlägt und dem Board vorschlägt, die dürfen dann aber über ihre eigenen gemachten Regeln abstimmen, wenn sie mit der Entscheidung des Boards nicht zufrieden sind. Das soll mir mal einer die das erklären, wo hier die Regierungen irgendwie bevorteilt werden. Habe ich das ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Das erkläre ich gerne. Und das muss ich auch erklären, dass das nicht stehen bleibt. Die GNSO-Policies durchlaufen alle mindestens zwei, wenn nicht drei Public Comment Periods, wo die gesamte globale Community drauf gucken kann. Gacket weiß. Wie viele Afrikaner wissen überhaupt, dass es den GNSO und diese Public Comments gibt? Die Regierungen durchlaufen nationale Koordinationsprozesse. In der EU wird das noch mit 28 Ländern abgeglichen. Wo ist hier die Legitimität von dem Public Comment in dem GNSO gegenüber Konsultationen auf Regierungsebene? Ich weiß nicht, ob das Argument ganz so stichhaltig ist. Also wir geraten hier auch in die Fähre rein zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wir haben interessante Jahre vor uns, aber in den interessanten Jahren vor uns, wo das dann alles ausgehandelt werden muss, wird eine Frage uns auch weiterhin beschäftigen, die auch gerne als Stock benutzt wird, um den Esel zu schlagen, obwohl man den Reiter meint. Und das ist die Frage der Jurisdiktion. Denn bei aller Freigabe jetzt von ICANN durch die US-Regierung, ICANN hat jetzt Hauptquartier in Kalifornien. Es ist dort inkorporiert
und unterliegt insofern gesehen zu einem gewissen Grade der amerikanischen Gerichtsbarkeit, was von vielen Kritikern zum Anlass genommen wird und zu sagen, also das ist ja nur halbherzig mit dieser Endigung des Jana-Vertrages. Solange ICAN in den USA sitzt, werden die Amerikaner das über die Gerichte kontrollieren. Erich Schweighofer ist Völkerrechtler, er hat sich mit dieser Frage auch beschäftigt. Erich, ist das ein Thema, ist das ein Problem oder könnte man sagen, das ist nebensächlich? Ich meine, die FIFA und das IOC sitzen in der Schweiz und das hat die FIFA und IOC nicht davon abgehalten, Dinge zu machen, die allgemein auf Widerspruch gestoßen sind in der Welt. Das heißt, was kann eigentlich ein Gastland mit seiner, oder was ist das Jurisdiktionsproblem für ein Problem? Ist das ein Scheinproblem oder ein wirkliches Problem? Hört man mich? Ja, schönen guten Tag nochmals. Das ist ein reales Problem. Und da wir in Wien sind, gleich ein schönes Beispiel. Wir haben die OPEC hier und die macht etwas Verbotenes nach österreichischem Recht, nach EU-Recht. Sie reguliert den Erdölmarkt oder zumindest versucht es, das will nicht gehen. Und das erlaubt der Gaststaat Österreich. Das ist auch ein Stresstest für die ICAN. Ja, ist wirklich so, denn die ICAN, die das macht, was den Amerikanern nicht gefällt, wo ein Gesetz es gibt, dass sie dann sagt, ja, das gilt nicht für die ICAN. Und da habe ich meine Zweifel, es gibt kein Sitzabkommen, es gibt keine Privilegien, Immunitäten, auf die kann man vielleicht verzichten, die liegen voll den Gerichten, das gilt nicht für die internationalen Organisationen normalerweise. Die USA haben eine gute Rolle gemacht, ICAN zu schützen, zu unterstützen, das sind wir sehr anzuerkennen. Der Prozess ist etwas komplex, aber zumindest sehr innovativ. Aber letztlich ist die Frage, lassen die staatlichen Gerichte die ICAN in Ruhe, das gilt für die USA, aber natürlich auch in vielen allen anderen Ländern. Und darauf zielt eigentlich auch dann das Völkerrecht und auch das Prinzip Anerkennung. Das heißt, ich habe eine Organisation, die ist nach Privatrecht organisiert, hat aber eine öffentliche Aufgabe und jeder Staat muss an sich diese Rolle anerkennen. Und wie Sie gehört haben, in den letzten Jahren haben sie sich sehr bemüht, dass es anerkannt wird, mit vielen Kompromissen. Das heißt, die ICAN ist in den USA geblieben, weil sonst die USA sehr böse gewesen wären, nehme ich an. Viele andere Staaten haben gewisse Kompromisse bekommen. Es ist also ein System, das funktioniert, es ist komplex, es ist sehr innovativ. Und jetzt ist halt die Frage in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, akzeptieren das die Regierungen, akzeptieren das die Gerichte und sie haben relativ viel Potenzial. Und zwar geht es an sich um so Fragen, wo man sich, Thomas Schneider schon aufgeworfen, Kinderpornografie, Hate Speech, Datenschutz, also alles, wo Grundrechte sind und wo der ICAN durchaus andere Meinungen vertritt als der Staat selbst. Und vielleicht auch eines, damit Sie auch so sehen, es ist immer geteilt. Die ICAN macht nur einen kleinen Teil der Jurisdiktionsfragen, das meiste bleibt beim Staat, eine Frage. Aber sie haben jetzt nicht nur Territoriale, sie haben auch Extraterritoriale, das heißt, der Staat reguliert Dinge in anderen Staaten mit, das haben die USA früher gemacht mit der ICAN, jetzt weniger. Die Europäische Union macht es zum Beispiel im Datenschutz. Und dann gibt es natürlich auch so Google-Fall, das heißt, wirkt sich etwas auf ihr Gebiet aus, dann regulieren sie es mit. Und das Problem für die Unternehmen ist halt immer dabei, das ist so der alte Grundsatz, wo Recht gibt es auch Handel. Und sind die Entscheidungen auch stabil? Das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn die ICAN das entscheidet, das heißt Vergabe einer Generic Top-Level-Domain, dann soll das auch halten in allen Staaten weltweit. Und das ist gewissermaßen jetzt der Fall, kann aber an sich ändern. Dass man sagt, das gefällt mir nicht. Also es gibt so Domain-Namen, wenn man sich so andenkt. Man sagt, in anderen Staaten gibt es nicht. Das kann man vielleicht verkraften, aber letztendlich, es muss anerkannt werden. Und hier ist das große Problem, dass man zwar 15 Millionen Dollar ausgegeben hat, um das nach kalifornischem Recht zu perfektionieren, Hochachtung für das Ganze, aber letztendlich die Anerkennungsarbeit ist da im GAG, aber formal ist eigentlich nichts da. Nicht? Schön wäre halt gewesen, wir hätten einen schönen völkerlichen Vertrag, wo drinsteht, ihr dürft das machen und wir anerkennen das weltweit. Und ich sage also nur als Beispiel, so Probleme, Privilegien, Immunitäten, denkt man, die sind so wichtig, mag schon sein, aber wenn ich in den USA bin und plötzlich ein Delikt beschuldigt werde, dann wäre ich schlecht behandelt, auch als Chef einer internationalen Organisation und das kann auch sehr unangenehm sein und die Arbeit der Organisation stören. Also ein bisschen Unabhängigkeit vom Staat, von Jurisdiktion ist wichtig für eine internationale Organisation und das ist alles gewissermaßen in Frage.
Nebenbei gesagt, wir haben ungefähr noch 10 Minuten. Wenn Fragen im Publikum sind, bitte sofort melden, dass wir diese Debatte hier mit einfügen können. Erich, ich habe noch eine Nachfrage. Ich meine, das Headquarter jetzt, die Incorporation, ist in den Bylaws. Vielen Regierungen gefällt das nicht. Aber ist denn eine Veränderung überhaupt realistisch? Denn das bedürfte ja das betrifft ja die Fundamental Bylaws und bedürfte einer Einigung aller Communities. Ist das überhaupt realistisch oder bleibt das im Grunde genommen eigentlich nur ein politischer Stock in den Händen von ein paar Regierungen, die eigentlich ganz andere Absichten damit verfolgen, wenn sie dort auf den Esel Jurisdiction schlagen? Also ich würde sagen, dass es grundsätzliche Prinzipien gibt, die an sich die USA einhalten müssen. Das heißt, sie müssen die Icon in Ruhe lassen, sie müssen sie an sich weiterhin schützen. Wenn das nicht mehr der Fall ist und das könnte da eintreten, dann müssen die Empowered Communities, die Silos der Icon halt tätig werden und sagen, gibt es Alternativen dazu? Gehen wir in die Schweiz, gehen wir nach Österreich, gehen wir woanders hin, die uns dann mehr Privilegien und Immunitäten gewähren. Nicht? Und ich glaube, dieser Diskussionsprozess wird geführt. Es gibt ja in der Cross-Community Working Groups Diskussionen. Es gibt jetzt auch eine Public Consultation Jurisdiction. Das heißt, man sammelt Fälle, Problemstellungen und wenn das der Fall ist, muss man überlegen. Das ist an sich eher ein Gedankenspiel, klarerweise, denn man muss in den Communities einen Konsensus haben und es muss auch die Mehrheit der Staaten dann mitmachen, weil sonst habe ich dann eine Zweiteilung der Icon des Internets und das ist ja auch nicht im Sinne unserer Community. Thomas ist ja noch aktiv in dem Workstream 2 und da ist ja Jurisdiktion eines der Themen. Wie ist der Stand momentan, Tag heute? Also es gibt eine Arbeitsgruppe, also wir haben im Workstream 2 so organisiert, dass wir insgesamt 9 Themen in Subcommittees gegeben haben zur Bearbeitung. Der Erich ist da in der Jurisdiction Group mit aktiv. Und da gibt es schon ziemlich robuste Diskussionen darüber, dass man ICANN auf jeden Fall aus den USA rausziehen sollte und woanders hin. Und das ist bemerkenswert daran. Es gibt viele, denen ist einfach nur wichtig, dass ICANN nicht mehr in den USA ist. Aber die sagen nicht so richtig, was der Vorteil davon ist, wenn man es woanders hin tut. Und wir haben von dir eben gehört, dass die hochgeachtete Schweizer Jurisdiktion nicht die FIFA davon abgehalten hat, zu einer Organisation zu werden, die viele als ziemlich schmutzbuckelig bezeichnen würden. Insofern ist es wichtig, dass wir eine Jurisdiktion haben, die verlässlich ist, die funktioniert. Und ob es dann die US-Jurisdiktion oder eine andere ist, das ist aus meiner Sicht zweitrangig. Wir haben geprüft im Rahmen unserer Arbeiten, ob das kalifornische Recht alle Accountability-Features, die die Community braucht, umsetzen kann. Und das hat sie tun können. Und insofern haben wir eigentlich die Überlegung, dass wir erst an der Stelle, wo wir sehen, dass die Community Dinge braucht, die nach kalifornischem Recht nicht gehen, dass man dann darüber nachdenkt, ob man da nachjustieren muss. Ansonsten war eigentlich die Überlegung, dass wir jetzt in diesem Workstream 2 gucken, was ist mit Vertragsrecht? Muss also zwingend alles, was ICANN an Verträgen macht, egal ob das in anderen Jurisdiktionen wirksam oder nicht wirksam vereinbart werden kann, muss das alles nach kalifornischem Recht laufen. Und wenn ich Stress mit ICANN habe, wenn ICANN mich benachteiligt, muss ich dann zwingend immer in den USA vor Gericht ziehen. Und da ist gerade ein Questionnaire, dass das jetzt veröffentlicht wird, das gerade auch schon angeklungen, wo man die Community um Beispiele bittet und um Belege dafür bittet, wo die US-Jurisdiktion in der Interaktion mit Unternehmen und Personen an ihre Grenzen stößt, damit man das nach Möglichkeit vertraglich regeln kann. Aber ich habe jetzt bewusst, sag ich mal, den Punkt ausgespart, den der Erich angesprochen hat, die Immunität. Bisher gab es keine Immunität für ICANN und es hat trotzdem funktioniert. Und ich glaube, wenn ICANN seinen Job vernünftig macht, muss man auch nicht unbedingt die Konstitution ICANNs verändern. Okay, Thomas, die Regierungen haben natürlich das auf den Schirm. Und da gibt es dieselbe Spaltung wie bei der Frage Advice oder nicht Advice. Wie schätzt du das ein? Ich bitte kurz um Erlaubnis, als Schweiz geborener Mensch hier auf die FIFA-Diskussion noch kurz eintreten zu dürfen.
Und zwar geht es darum, das sind eben zwei verschiedene Ansätze. Es käme keinem Parlamentarier in der Schweiz in den Sinn, ein Gericht anzufragen, dass jetzt eine FIFA-interne Reform irgendwie noch verhindert werden müsste, zum Beispiel. Unser System als Gastland beruht eben darauf, dass man der Institution, die ja die ganze Welt in sich vereint, wie bei diesem Fußballverein zum Beispiel, da hat ja jedes Land seinen Verband, dass man denen vertraut und sagt, okay, wir geben euch bei uns Gastrecht, wir geben euch eine Art Quasi-Immunität, auch als private Institution, und wir mischen uns da bei euch jetzt mal nicht rein, weil es nicht unser nationales Parlament sein soll, was euch da sagt, wie ihr das für die ganze Welt zu tun habt. Das ist ein anderer Ansatz, wie den es in Kalifornien juristisch zumindest in gewissen Bereichen eben gibt. Und wenn das dann eben nicht funktioniert oder man das Gefühl hat, es funktioniert nicht oder es da Probleme gibt, dann muss sich dann der Gesetzgeber das als Gaststaat überlegen, ob er da die Schraube anziehen muss. Diese Diskussion ist ja im Bereich des Fußballs in vollem Gange, wie ihr alle wisst. Aber eben, um zu sagen, der Ansatz bei uns als Schweiz ist eben, wir gewähren diesen Institutionen, ob sie zwischenstaatlich oder privat sind, erstmal Gastrecht und hoffen darauf und erwarten von ihnen, dass sie sich eben selber vernünftig organisieren und regulieren und gehen nicht mal von Anfang an schon rein und mischen uns da ein. Das ist ein bisschen ein unterschiedlicher Ansatz. Zu deiner Frage, es gibt ja dann wahrscheinlich in kürzester Zeit wird es Themen geben, wo es eben den Einfluss von amerikanischen Gerichten auf ICANN-interne Prozesse uns leider noch beschäftigen werden. Und dann wird die Frage dann schon nochmal hochkommen demnächst. Und ich weiß jetzt noch nicht, was da rauskommt. Es ist natürlich so, dass es gewisse Staaten gibt, die auch zum Beispiel das Stimmrecht in dieser neuen Empowered Community gar nicht möchten. Aus welchen Gründen, das überlasse ich jetzt diesen Staaten. Aber es gibt solche, die möchten nicht, dass die Regierungen in ICANN ein Stimmrecht haben. Die möchten den Einfluss der Regierung kleiner halten. Und auf beiden Seiten, sowohl bei denen, die natürlich mehr Einfluss haben möchten, wie bei denen, die eben nicht möchten, dass die Regierungen mehr Einfluss haben, gibt es zum Teil ideologische Gründe. Es gibt natürlich aber auch wirtschaftliche Interessen, die oder Erwartungen oder Hoffnungen, die mit solchen Entscheiden verbunden werden, weil das Internet ist ja auch ein Markt, ein internationaler Markt, und da erhoffen sich natürlich gewisse Länder, ihre Vorteile zu behalten, andere erhoffen sich Vorteile zu gewinnen, was dann eben mit den Ideen, die der Thomas ja wirklich seine Gruppe brillant ausgearbeitet hat, am Ende dann auch wieder nicht allzu viel zu tun hat, sondern es ist einfach ein Wirtschaftskampf dann am Ende. Ja, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Erich, du wolltest noch einen kurzen Kommentar dazu abgeben, was Thomas gesagt hat? Ja, es ist an sich sehr ungewöhnlich, dass sich ein Sitzstaat so stark in die Organisation einmischt, beziehungsweise auch noch dazu das System als solches garantiert über seine Gerichte. Normalerweise lässt man ihn alleine, in Ruhe, und er muss es selbst regeln. Führt dann zu gewissen unschönen Sachen, das ist richtig, aber die globale Community, die dort vereinigt ist, kann das selbst regeln. Wie man das anderweitig lösen kann, ist nicht geklärt eigentlich. Muss man auch sagen, man weiß es nicht, was man tun sollte, wenn eine Organisation sich schlecht verhält. Der Sitzstaat könnte was machen, er macht es nicht. Bei der ICANN haben wir gewählt, dass man sich auf das kalifornische Recht verlässt, hat für die Accountability große Vorteile, weil dann ist sie wirklich effektiv. Alternative Modelle müssen angedacht werden. Thomas hatte das erste Wort, er soll auch das letzte Wort haben. Das gefällt mir. ich wollte noch mit einem, wie ich finde, sehr positiven Ausblick schließen. Natürlich haben wir jetzt viel zurückgeguckt, was macht die Transition, was hat sie gemacht, ist das perfekt, wie man es so gemacht hat. Aber ein Thema spielt aus meiner Sicht eine ganz zentrale Rolle, und das kann uns niemand mehr wegnehmen. Wir haben einen ziemlichen Kulturwechsel innerhalb ICANNs erlebt. Man muss sich überlegen, es gibt innerhalb ICANNs diese ganzen Silos, wo unterschiedliche Interessen vertreten werden und wo sich die Leute vor allen Dingen fiese Briefe schreiben. Und die Leute haben jetzt gerade im Rahmen der Transition ganz intensiv und auf persönlicher Ebene zusammengearbeitet. Regierungsvertreter mit Leuten aus der Privatwirtschaft. Ich habe sogar einen Vertreter der Heritage Foundation aus den USA mit dem iranischen Regierungsvertreter beim Kaffee erwischt. Also ne, da werden wirklich Brücken gebaut, Mauern niedergerissen, die Leute sind Freunde geworden, und das zieht sich wirklich wie so ein Faden durch. Das GAC hat
erstmals sein Kommuniqué nicht hinter verschlossenen Türen diskutiert und verabschiedet. Die lassen jetzt die Community dabei sein. ICANN gibt unserer Gruppe erstmals in der Geschichte von ICANN Budgetverantwortung über eine bestimmte Geschichte, damit wir uns selbst verantworten können. Shirin hat eben, ich hoffe, dass das vielen aufgefallen ist, nicht wie es sonst üblich ist, wenn Boardmitglieder irgendwo sprechen, gesagt, I'm speaking in personal capacity. Er hat gesagt, we as a board vertreten das. Und dann kam in der Pause eben einer zu mir und sagte, was der Shirin gesagt hat, war ja wirklich super, aber meint er das auch so? Und das habe ich ihm eben nochmal vorgetragen und er sagte, ja, er hat den Vortrag ans Board geschickt. Die haben alle gesagt, sag das in unserem Namen als Board-Kollektiv. Also da passiert ganz, ganz viel und ich glaube, das ist der Geist der Transition, den wir uns bewahren müssen. Und dann glaube ich, wird ICANN noch mehr zu dem, was es werden soll, nämlich letztlich die Blaupause dafür, wie globale Probleme, komplexe Probleme international im Rahmen eines Multi-Stakeholder-Ansatzes gelöst werden können. Danke. Wenn ich das zusammenfassen kann, dann sage ich es mal so. Wenn ICANN liefert, wenn alles funktioniert, wenn das DNS funktioniert, ohne dass es einer merkt, weil Leute, wenn sie einen Domainnamen haben wollen, wenn sie eine E-Mail-Adresse haben wollen, dann kriegen sie sie, dann hat ICANN eine brillante Zukunft. Wenn was schief geht, Gnade Gott.